Hallo, ich möchte euch heute einen Tipp für euer Android-Handy geben. Und zwar ist es ja manchmal beim Handy so, dass zum Beispiel Videoaufnahmen geruckelt abgespielt werden oder Internetseiten sich nur langsam öffnen oder irgendwelche Apps oder Spiele halt nicht flüssig laufen. Und da gibt es dann immer die Möglichkeit, dass man das Handy neu startet. Aber das ist im Prinzip gar nicht nötig, das kann man sich sparen, denn das Schlüsselwort heißt hier Arbeitsspeicher bzw. RAM. Dies ist ein Speicher, der kurzfristig oder temporär Daten speichert und den kann man halt ja, auf gewissen Wege auch wieder löschen. Da braucht ihr auch keine Angst haben, es löschen sich dadurch nicht irgendwie eure Bilder oder Videos oder was sonst auf dem Handy drauf ist. Das sind wirklich nur Daten, auf die das System kurzfristig zurückgreift und der ist halt manchmal voll. Dazu einfach hier diese Taste gedrückt halten, dann baut sich dieses Fenster auf. Und jetzt geht ihr hier auf das linke Symbol und hier oben seht ihr den RAM-Status. Bei mir ist der hier schon recht voll. Das heißt, ich scrolle hier etwas nach unten und kann diesen Speicher leeren. Wenn ich jetzt wieder nach oben scrolle, sehe ich, dass er sich geleert hat. Und jetzt hat das Handy wieder mehr Kapazitäten zur Verfügung und kann somit auch wieder schneller und zügiger arbeiten. Ja, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und hilft euch. Dann würde ich mich freuen. Ja, ansonsten gebt mir doch ein Like, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.